Thomas Was Alone, Folge 12, zum zweiten. Warum zum zweiten? Weil ein GameTube-Mitarbeiter, Nathan Fillion, nor a Transformer, he'd never get to visit Gotham City or eat at movies. It didn't matter. If he and his friends jumped into the creation matrix, they could give everyone else in the simulation a chance to. Weil ein GameTube-Mitarbeiter, den ich jetzt nicht näher nennen will, es geschafft hat, die Folgen 12 bis 16 war es, glaube ich, das dann die letzte war, zu löschen und wir deswegen alles nochmal spielen müssen. Macht aber nichts, denn wir haben uns in den, als wir die zum ersten Mal gespielt haben, die Folgen, die jetzt da kommen, ein bisschen in Rage geredet. Ich meine immer noch zu Recht und das werden wir jetzt wahrscheinlich auch wieder tun, aber gucken wir mal. Und ihr habt uns ja sehr dafür geschimpft in den Kommentaren, dass wir das gar nicht doof finden dürfen mit diesem weißen Moment mal, was wir dürfen, Rhombus entscheiden immer noch wir. Nee, aber das ist nämlich gar nicht schlecht Design, sondern das ist total super. Nee, so ist es auch nicht. Ach so, aber dazu später mehr jetzt. Geirrt. Ja. Hat uns da jemand eines Besseren belehrt. Ja. Nein. Aber wie gesagt, wir spielen das jetzt zum zweiten Mal so. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr überrascht, über was hier so passiert. Aber ich kann jetzt schon gestehen, dass es war eine Weile her und ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was wir da eigentlich gemacht haben. Du spielst jetzt gerade mit dem Gamepad, sehe ich. Ich kann es jetzt gerade mal mit dem Gamepad spielen. Moment mal, wie komme ich nochmal zu ihr? Genau. Das hat er beim letzten Mal nicht erkannt. Ich weiß nicht warum. Aber es war so. So, ihr kommt alle feinsäuberlich mit. Ist ganz schön laut der Fernseher bei uns hier in der Aufnahmelokalität. Ach, so weit kommt sie gar nicht. Wie macht man das? Schicken wir ihn mal weg. Vielleicht schafft sie es hier rauf zu springen. Ah ja. Dann nehmen wir doch. Wer ist das? John? John, ja. Die Namen sind auch alle ein bisschen weg. Claire ist die Dicke, das weiß ich noch. Ich kenne die Namen noch. Also wenn du Fragen hast, sag Angeber. Bescheid. Tja. Ja, mal nicht so viele Spiele löschen. Ha. Ich habe bis jetzt noch nicht zugegeben, dass ich das war. Das ist aber noch ein Fall für Aktenzeichen XY. Ach, befassen Sie sich inzwischen auch damit? Ja, also wenn sonst ihr nichts mehr los. Wenn ihr Personen beobachtet habt, die im August diesen Jahres Thomas Was Alone Files gelöscht haben oder sich in eurem Bekanntenkreis Personen befinden, die immer mal wieder Thomas Was Alone Files löschen, dann meldet das bitte eurer örtlichen Polizeidienststelle. Sag sowas nicht. Irgendjemand macht das. Ja, das will ich ja gerade erreichen. Ach so. Oder ist das strafbar? Aufruf zum... Nein, nicht für uns. Nee, wieso? Ich habe doch dann hiermit zum Aufruf zum Blödsinn. Ja. Ich wollte ja meinen Lebtag schon wegen groben Unfug angezeigt werden. Aber das geht, glaube ich, nicht mehr. Oder den Tatbestand gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß nicht genau. Ihr Polizisten da draußen oder Juristen, gibt es den Tatbestand noch? Bestimmt noch. Hallo? Und was muss man dafür tun? Den Unsinn, der inzwischen getan wird, so überall. Die Truppe ist hier übrigens unterwegs zur Matrix, ne? Richtig, ja. Ach, sie kommt hier. Ob wir wohl Polizisten und Leute von der Staatsanwaltschaft oder so als Zuschauer haben? Das weiß ich nicht. Würde ich gerne mal wissen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr alle da draußen so für Berufe habt und Aufgaben. Müll rausbringen. Also mal abgesehen von Schüler, das zählt nicht. Hallo? Wie kannst du die Schüler so... Nein, aber Schüler ist jetzt nichts Besonderes. Wir waren alle mal Schüler. Ja, aber also jetzt irgendeinen Job haben ist jetzt auch nicht... Also nein, aber wenn jetzt jeder reinschreibt, der Schüler ist, ich bin Schüler, dann haben wir davon ja auch nichts. Ja. Aber wenn einer reinschreibt, hey, tatsächlich, ich bin irgendwie Oberstaatsanwalt von... Das möchte ich sehen. Was auch immer, dann bin ich dann doch überrascht. Ich kenne sogar eine Staatsanwältin, die ist inzwischen aber, glaube ich, sogar Richterin. Ich glaube aber nicht, dass sie zuschaut. Falls du zuschaust, du weißt, dass ich dich meine. Guck weg. Nein, Quatsch. Kenn die ja. Schönen Gruß. Ist sie nett? Ja, die war schon sehr nett immer. Die war mit mir in der Klasse. Na, nicht, dass die zu nett zu den Bösen ist. Nee, das... Zu den Gaunern, wie in Gotham City.
Ich glaube auch nicht, dass die eine zweite sinistre Identität hat. Und wenn doch, dann wäre ich etwas überrascht. Aber die war zumindest, was ich so mitbekommen habe, zu den Bösen, von denen ich es mitbekommen habe, schon recht... Knallhart? Ja, aber cool. Zu Recht. Denn die waren richtig böse. Cool. Ab in die Matrix für die Truppe. Oder wie? Oder was? Und zack. Ha. Und jetzt? Ich werde übrigens wieder umschalten auf Tastatur. Nicht so cool mit Gamepad? Nee, irgendwie nicht. Ach, tausende KIs sind in der Lage abzuhauen, weil Thomas und seine Truppe sich da Freiheit erkauft haben. Und die haben wir einen Freiheit davon. Erkauft. Wer ist er denn? Der und jetzt graue Mann, wir, der lange Graue. Das wissen wir doch. Und jetzt gucken wir doch vielleicht mal in diesem Durchlauf, ob wir es diesmal besser verstehen. Also Thomas und seine Truppe, die haben jetzt irgendwie die KIs befreit. Und er hier ist eine von den KIs, ein Grauer, der heißt nämlich Paul. Daran kannst du dich noch erinnern. Ja, und über den werden wir noch einiges rausbekommen. Denn der ist relativ interessant. Das haben wir nur beim ersten Durchlauf nicht so ganz gecheckt. So, jetzt haben wir something changed beneath his feet. Ah, nee, Gray heißt er. Oder wer war denn dann Paul? The shape in front of him hinted at a possibility. Ah, okay. Also er ist auf jeden Fall Gray. Da ist schon mal der erste Fehler dran gewesen. Ja, siehst du, und er ist jetzt war nur ein Test. Gestreift, das heißt... Man kann über die farbigen Felder die Eigenschaften von den uns Bekannten annehmen. Genau, also er so hat jetzt, das. Dass er blau ist, die Eigenschaft von Claire. Wow. Und kann schwimmen. He couldn't do that before. Er konnte das vorher nicht. Und er kann aber trotzdem noch die hohen Sprünge machen, weil das eben Teil seiner Figur ist. Genau. Das ist durchaus vorteilhaft. So, wer ist er hier? Oh, ich glaube, an den Level kann ich mich erinnern. Und tschüss. Oder auch nicht. Joe was happy. Joe. They'd settled here. They'd not seen another AI for many cycles, and she liked it that way. Joe's nicht so. She saw Sam leap into the shifter with fear. Oh nö. So, und jetzt kann ich schwimmen. Was mache ich mit dem Wissen? Hinten war ein Schalter, genau. Zack. Was ändert sich? Jetzt kannst du den oder die, wer war jetzt Joe? Ich glaube, Joe ist das, was wir hier steuern. Okay, die kannst du dann jetzt als Brücke sozusagen verwenden für Sam. Oder zumindest für den anderen Klops. Aber komme ich denn mit ihm so weit rüber? Ah ja, okay, doch. Oh. Platsch. Das reicht? Ja. Oh, nee, die Sache war nämlich die mit diesen... wir haben uns ja ziemlich über diesen weißen Rhombus aufgeregt, diese Raute, und dass die so eklig zu steuern wäre und dass wir das für schlechtes Spieldesign halten. Und in vielen Kommentaren hieß es dann, wir sollten uns doch nicht so aufregen, nur weil wir mal was nicht checken, dann ist es noch lang kein schlechtes Spieldesign. Darf ich da anderer Meinung sein? In ja, dem Fall bin von ich auch Rhombus? Anderer Meinung, denn es muss jetzt nichts mit unserem Job in der GameStar GamePro Redaktion zu tun haben, beziehungsweise in der Webredaktion, was ein gewisser Unterschied ist, aber das erkläre ich gleich noch. Ach aber, stimmt, da kam ja noch die dämliche Call of Duty Sache. Mal langsam so. Ja, bin schon auf 180. Ich merke schon, deswegen rede auch nicht gerade. Nee, weil... It was dumb. It was awesome, obviously, but why? Gray weiß noch nicht. Unsere Aufgabe bei GameTube ist ja nicht, irgendwelche Spiele zu rezensieren. Aber wenn wir, und das ist ja alles spontan, wenn wir was spielen und es ist ein Spielelement drin, gerade bei einem Spiel wie Thomas Was Alone, was eigentlich ziemlich viele coole Spielelemente hat, was einfach so nicht funktionieren will und wo man mit dem total, mit voll dem Gefrickel da so ein blödes Objekt über so eine Mauer buxieren muss, was sich von der Steuerung einfach nicht anbietet, dann können wir das auch so sagen, wenn es uns auffällt. Und wenn wir jetzt die Rezensenten wären von dem Spiel, was wir nicht sind, aber wenn wir das wären, dann hätten wir das natürlich ein bisschen differenzierter, weil man ja nicht ein Spiel einmal spielt und dann sofort sich seine Meinung bildet, weil man denkt, über gewisse Spielmechanismen wäre das wohl ein Minuspunkt gewesen. Das heißt, wir hätten dann gesagt, ja, manche Spielelemente sind... Kurz nochmal, was war da jetzt gerade? Das sollte man vielleicht mitbekommen. Na gut. Wir spielen ja auch immer noch ein Spiel mit der Geschichte. Also. Joe wished Sam would stop. This was just like the time with the pixel clouds.
They hadn't seen any for a while. He was always running off like this. Ah, okay. Na jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, unsere Aufgabe hier bei GameTube ist nicht, irgendwelche Spiele zu bewerten, aber... Ich wusste gar nicht, dass wir eine richtige Aufgabe haben. Wenn wir dieses Spiel hätten bewerten müssen, dann wäre das mit der Raute wohl als Minuspunkt in puncto Steuerung oder Spielidee mit eingeflossen, denn es ist einfach nicht so elegant und einfach designt wie der Rest vom Spiel. Und ja, ein Kommentator... Genau, das ist das Problem. Es ist das mit der Eleganz. Also das ist ja das Krasse bei diesem Spiel. Es ist ein unglaublich elegantes Spiel. Genau. Und dann, da bricht es auf einmal. Genau. Und einer schrieb dann, wie kann es denn sein? Ja, ihr habt ja sowieso keine Ahnung und so. Ich konnte nicht erklären, warum er so fühlte. Er wusste nur, dass er woanders sein sollte. Okay. Also er glaubt, er muss woanders sein. Also sprich ruhig weiter. Einer meinte, ja, nur weil euch das zu schwer ist, und das hat ja nichts mit schwer zu tun, sondern es war einfach nur frickelig, deswegen gleich niedermachen und so weiter. Aber ist ja auch kein Wunder, denn wir sind ja bei der GameStar und die GameStar hätte ja auch Call of Duty mit 93 bewertet. Und da den Zusammenhang herzustellen, das finde ich schon sehr dreist, ehrlich gesagt. Weil A, arbeiten wir bei der GameStar nicht an Heftrezensionen, beziehungsweise nicht an Heftrezensionen, an Rezensionen von Spielen normalerweise, weil es gar nicht unsere Aufgabe ist. B, müssen wir auch gar nicht einverstanden damit sein. Also ich glaube, keiner von uns hätte den Call of Duty mit 93 bewertet. Und C, hat das alles doch überhaupt nichts mit irgendeinem Schwierigkeitsgrad zu tun. Und Call of Duty wurde doch auch nicht mit 93 bewertet, nur wegen irgendeinem Schwierigkeitsgrad. Und nur weil wir mit bei der GameStar arbeiten, die mal ein Spiel so bewertet hat, wie es einem oder mehreren oder vielleicht auch uns nicht so ganz entgegenkommt, das hat doch nichts mit... Die 93 ist übrigens auch die GamePro-Wertung. Von welchem Call of Duty war denn das? Keine Ahnung. Und die GameStar hatte den Multiplayer-Modus 93 gegeben. Und sorry, aber der Multiplayer-Modus von... können die dann höher springen? Nee. Der Multiplayer-Modus von... Wie kommt man denn da nochmal? Man muss doch einen rübertragen, damit der dann springen. Du musst, glaube ich, den... Ich muss ihn rübertragen, so war's. Also gefärbt rübertragen. Also ihr merkt schon, wir zerfransen uns hier gerade total. Nee, und der Solo-Modus hat irgendwie eine 82 bekommen. Ich glaube, es war Modern Warfare 2 oder so. Oder 3. Und sorry, was soll man halt sagen? Der Multiplayer-Modus ist halt gut bei den Spielen. Sonst würden ihn auch nicht so verdammt viele Leute spielen. Das ist nun mal manchmal so. Ich glaube, du musst erst mit ihm hier rüber. Über das blaue Quadrat. Ja, bekomme okay. Ich ja. Naja, dann. Das geht ja. So, und jetzt packe ich ihn hier vorne hin. So. Och nö! Haha. Und bevor wir uns jetzt noch mehr in Rage reden. Och. Sei es dann hiermit auch gut, aber ich hoffe, ihr wisst, was wir meinen. Jetzt komme ich da ja auch gar nicht zurück. Shit. Ich hätte den anderen da gar nicht so rüberfahren müssen. Das war gar nicht notwendig. Der kann ja einfach so rüber und er muss ja bloß schwimmen. Genau. Und ich muss ihn jetzt da hinkriegen. So war das. Ah, ja, ja. Ich entsinne mich. So war das nämlich. Jetzt muss der hier in seine Tür rein. Und zack, kann er hoch. Und das ist halt elegant. Es tut mir leid. Das andere ist es nicht. Oh, wer ist er? Ach genau, hier war Paul. Ah, das ist Paul. Aber der Einzige in der Geschichte. Ach, ich weiß noch. Da musst du hier gleich am Anfang oben rauf. Oh, schade. Man muss, glaube ich, tatsächlich von diesem zweiten springen. Der, Entwickler von dem Spiel hat inzwischen übrigens sein nächstes Spiel angekündigt. Ja, es heißt Volume. Und ist was genau? Das ist ein Schleichspiel im weitesten Sinne. Oh. Das hat aber auch was ganz Besonderes, nämlich anscheinend können die Level von den Spielern umgestaltet werden, so wie ich das verstanden habe. Okay. Ich weiß allerdings nicht, in welchem Maße und ob das dann auch für die anderen Spieler gilt und ob man das denen dann zur Verfügung stellen kann oder nicht.
War ja nicht so schwer. Nee. Wir haben beim ersten Durchlauf ziemlich über dieses letzte Spielviertel gelästert. Und ich merke gerade auch wieder nicht ganz zu Unrecht. Gray listened to the old man. The shifters had been placed in the world by the architects. AIs who sacrificed themselves to fuel their escape. Das ist Thomas und seine Truppe, von denen da die Rede ist. There was an outer world. A world beyond the confines of their universe. Up and to the right. Denn unsere alte AI-Truppe, die hat die ganzen grauen AIs hier oder künstliche Intelligenzen befreit. Und das finde ich ein bisschen, ist ganz schön müde erzählt, oder? Also man, ja, dass die einfach so verschwinden, die anderen. Weil es halt auch sehr schade um sie ist. Man du musst, glaube ich, links hoch und dann auf ihn drauf. Sonst kommst du mit dem nicht rüber. Und die neuen, die man da kriegt, nämlich diese ganzen grauen, die kennt man nicht so besonders und die sind auch vom Charakter nicht ganz so deutlich gezeichnet wie die anderen. Übrigens auch nicht nur unsere Meinung, sondern wen es interessiert, der solle sich mal den Insert 9 Podcast von den Kollegen bei superlevel.de anhören zum Thema Thomas Was Alone. Die Herrschaften, die denen ist es auch so aufgefallen. Also nicht, dass wir jetzt unsere Meinung irgendwie unterschreiben lassen müssen von den Leuten bei Superlevel, aber... Ich wollte gerade sagen, was ist da los? So. Ging das denn so, dass man da so ganz langsam rüber muss? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Vielleicht gibt es auch eine elegantere Lösung. Aber ich krieg ja meine Sprungfähigkeit, werde ich ja nicht los. Ist jetzt auch nicht unbedingt das Goldene vom Ei, wenn das tatsächlich so die Hauptlösung ist. Vielleicht gibt es auch eine bessere. Ich glaube, du hättest mit dem Pinken jetzt auch noch eine Stufe weiter runtergehen können und dann mit dem Grauen von einer Stufe links quasi einen weiten Sprung auf dessen Kopf machen können. Ach so. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich wage mich nur nicht, hier schon diesen Sprung zu machen. Ich Angst habe, dass das nicht hinhaut. Reicht das nicht? Es gibt auch einen DLC anscheinend. Ich weiß allerdings nicht, ob es den für die PC-Version gibt. Puh. Wo dann ein neuer Klotz dazukommt, der wohl so eine Art Jetpack-Fähigkeit besitzt. Ich glaube, das ist doch für die Vita. Oder ist nur für die Vita wahrscheinlich. Hm. Na gut, auf jeden Fall haben wir den Level geschafft. Und ihr wisst auch, warum es die Verzögerungen gab. Und in der nächsten Folge seht ihr, wie es weitergeht. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.